Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Nicht erschrecken, ich bin heute nur ungeschminkt, ich bin ja noch überhaupt nicht fertig gemacht. Ich habe weiter versucht, meine Haare mit dem Dyson hier zu kriegen und so schaut es jetzt aus. Meine Lockenwickler habe ich noch drin, aber ich mache mich heute mit euch fertig und zwar gibt es heute einen Day-to-Night-Look. Und ihr kennt mich, ich schminke mich jetzt nicht so überdimensional, aber ich mag das gerne mit den gleichen Produkten einen besseren Effekt zu machen. Und das möchte ich jetzt eben euch heute mal zeigen, was ich für Produkte verwende. Und ja, ich wünsche euch jetzt mit ganz viel Spaß. Ich würde sagen, wir starten und machen aus dem Gesicht was Vorzeigbares. Dann starten wir. Feuchtigkeitscreme habe ich schon aufgetragen. Und dann beginne ich immer mit der Foundation. Primer benutze ich nicht, weil ich von denen leider immer Pickelchen kriege. Und da benutze ich von Estee Lauder meine Double Wear Stay in Place in der Farbe 3W1. Der Look wird natürlich herbstlich, das ist eh ganz klar, weil wir haben jetzt Herbst und das soll natürlich auch herbstliche Töne dabei sein. Und das Ganze verblende ich mit meinem Sigma F80 Flat Kabuki Brush. Ich liebe ihn, das ist wirklich der beste Pinsel. Und ich glaube, das sagt mir jetzt wirklich sehr, sehr gut, dass die Foundation deckend ist, aber trotzdem noch für mich ein natürliches Finish hat. Ich liebe sie, das ist auch die einzige Foundation, mit der ich mit meiner öligen Haut zurechtkomme. Die Foundation, die ich jeden Tag benutze. Und dann kommt in Anschluss gleich der Concealer. Leider brauche ich den mittlerweile. Na, diese Augenschatten, die muss man so ein kleines bisschen verdecken. Aber kleiner Tipp, je älter das man ist, desto weniger sollte man verwenden, weil sie das einfach in den Fältchen absetzt. Der beste Concealer schafft es nicht, also ab einem gewissen Alter. Na, da benutze ich auch meinen Estee Lauder Double Wear Concealer in der Farbe 2W. Und trage das auf mit dem Sigma Round P82 und den finde ich wirklich sehr, sehr gut dazu. Und die gibt es tatsächlich wirklich nur in die Innenaugenwinkel und da, wo quasi meine Tränenrinne ist. Und streiche den Rest nur noch hier aus, weil wenn ich zu viel auftrage, das sonst in den Fältchen absetzt und das schaut man dann nur älter aus. Und das wollen wir nicht. Dann geht es weiter mit ganz tollen Produkten, die ich auch wirklich lieb gewonnen habe. Und zwar heißt die Marke Bayana Beauty. Die habe ich euch auch schon mal auf Instagram gezeigt. Und es ist ein Startup-Unternehmen aus München. Bayana Beauty hat 100% vegane und natürliche Inhaltsstoffe. Beides ist sogar zu 100% zertifiziert und es ist eine Seltenheit auf dem Markt. Also wirklich tolle Naturkosmetik, eine zertifizierte Naturkosmetik. Und hier habe ich schon diesen wunderschönen Bronzer in der Farbe 0310. Ihr seht, was das für eine tolle Farbe ist. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, aber der hat ganz, ganz minimal Schimmerpartikel drinnen. Ich glaube, das fängt die Kamera jetzt nicht ein. Also der schaut relativ matt aus, hat aber einen mini-mini-Touch von Schimmerpartikel drin und das mag ich total gerne. Was ich unter Tags mache, und da benutze ich jetzt meinen, das ist glaube ich eine Real Techniques Blush Brush, gehe ganz vorsichtig rein, puste den Rest ab und dann gehe ich da nur über meine Nase drüber. Und was ich dann nur mache für den Tag, dass ich mein Kinn ein bisschen kürzer schminke, weil ich so ein sehr langes Kinn habe. Und genau, am Hals noch drunten, vielleicht noch ein bisschen an der Stirn. Eine tolle Farbe, also ich mag den wirklich wahnsinnig gerne. Ich habe zwar pigmentierte Augenbrauen, aber ich kämme da immer nur so ein bisschen den Rest von der Foundation raus. Meine Härchen, die haben ziemlich hell und wenn die dann nach dem Färben immer heller werden, dann muss ich dann mit dem Augenbrauenstift immer ein bisschen nachhelfen, das mache ich. Und dann kommen wir zu dem nächsten Step und zwar Blush. Ich liebe Blush, brauche ich natürlich immer. Und da benutze ich von Nude Sticks den Naughty in Spice, so heißt die Farbe. Das ist ein Stick, kommt so raus, ist ein wunderschöner bärtiger Ton, also den liebe ich das ganze Jahr. Wirklich, der ist ganz, ganz toll. Trage mit einem Pinsel auf. Ich weiß nicht, was das für eine Marke ist. Tupf einfach nur oben rein und gebe das dann auf meine Wangen auf. Und ihr werdet es gleich sehen. Oh mein Gott, ich liebe diese Farbe. Schaut mir das an. Hammer, oder? Kann man als Lippenstift verwenden, kann man als Lidschatten verwenden. Aber wir wollen ja einen natürlichen Alltagslook. Deswegen kommt das jetzt nur auf die Wangen. So schminke ich mir ja tatsächlich jeden Tag. Und ich tupfe da immer noch was auf die Nase, weil ich finde, das schaut immer noch so aus, als wie von der Sonne geküsst, gerade weil das eben so eine schöne Farbe ist. Und was ich dann auch noch gern unter Tags mache, und zwar auch von Bayana Beauty, dieser wunderschöne Highlighter in der Farbe 03 Rose oder Rosé. So schaut der aus. Ich kann ihn euch gerne mal auch auf dem Handrücken swatchen, wie schön, dass der auch pigmentiert ist.
schaut euch mal das an, das ist wirklich ein Träumchen. Die Farbe, würde ich sagen, die passt wirklich jedem Hautton, weil die einfach so eine Mischung ist zwischen kühl und warm. Also ich mag das wirklich total gerne. Und was ich untertags wirklich nur mache, dass ich den auf die Nasenspitze aufgebe. Das macht einfach, keine Ahnung, das verschmälert irgendwie die Nase. Und dann kommt mein Favorit von den Produkten von Byenna Beauty, und zwar dieser wunderschöne Lippenstift in der Farbe 06 Lost Cherry. Das ist der schönste Ton überhaupt. Ich werde euch den mal auf dem Handrücken swatchen. Und das ist für mich einfach die perfekte Farbe. Der macht super weiße Zähne und der hat so ein leicht glossiges Finish. Das heißt, bei schmalen Lippen macht der ein, ja, einfach ein bisschen mehr Volumen. Der schaut so toll aus. Riecht relativ neutral. Und was ich total gerne mag, weil wenn man sich mal vorstellt, was die Frauen im Leben Lippenstifte essen, dann finde ich das richtig cool, dass der natürliche Inhaltsstoffe hat. Und noch dazu pflegt der wirklich die Lippen total. Der hat Hyaluronsäure drin, Vitamin E. Noch dazu wirklich ganz, ganz tolle Öle. Und ich tupfe den nur ein bisschen auf den Lippen, weil untertags brauche ich jetzt da nicht so viel. Also es wird einfach nur, ja, ein bisschen Frische ins Gesicht zaubern, und mehr mache ich dann tatsächlich untertags auch gar nicht. Und dass der einfach die Zähne weißer macht. Keine Ahnung, ob ich mir das einbilde, aber ich finde den einfach so, so toll. Aber ich habe euch den ja schon auf Insta gezeigt, und da habe ich euch ja schon gesagt, dass der wirklich mein Favorit ist. Ein kleiner Tipp, nur Bronzer und Highlighter bei Byenna Beauty haben ein umweltfreundliches Refill-System. Das finde ich richtig cool. 100% recyceltes und recycelbares Material. Finde ich unglaublich toll, dass sie, weil es ist ein Familienunternehmen, dass sie die für sowas einsetzen. Ich unterstütze sowas einfach total gerne. Und dann gehen natürlich noch die Augen ab. Also ich brauche natürlich Wimperntusche, unbedingt. Und ich habe da eine neue, und zwar von Catrice, diese Boost Up. Die alleine ist mir aber ein bisschen, was heißt, zu wenig, also für untertags geht's. Aber für den Abend brauche ich dann definitiv mehr. Die trennt die Wimpern wirklich sehr schön, macht es aktiv schwarz, aber das Volumen geht mir dann also ein bisschen ab. Ich muss jetzt einfach dieses kleine Spiegelchen da bei dem Highlighter hernehmen, weil für die Wimpern, da muss ich da ganz präzise arbeiten. Das wäre jetzt quasi der Day-Look. Ich mache jetzt nur meine Lockenwickler hinten raus, damit der Look auch komplett ist. Genau, das ist jetzt quasi der Day-Look. Und ja, ich mag das total gerne. Ich finde, der Look schaut frisch aus und ist jetzt nicht so übertrieben. Natürlich kann man weniger machen, wenn man möchte, das ist eh ganz klar. Aber das ist so quasi mein Look für den Alltag. Das geht bei mir auch nochmal rucki zucki. Also wirklich, da brauche ich eigentlich 5 Minuten dafür. Aber wenn ich es euch zeige, natürlich ein bisschen länger. Aber wir wollen ja auch einen Nightlook machen. Und ich quatsche jetzt gar nicht lang, weil ich gebe jetzt noch eine weitere Schicht Mascara drauf. Und zwar meine I Love Extreme Mascara von Essence. Weil wir wollen ja wirklich schöne Äuglein haben. Und abends darf es natürlich auch gerne ein bisschen mehr sein. Und deswegen jetzt weitere Schichten von der Mascara. Und ich werde jetzt gleich den Unterschied feststellen. So, und ich finde, an den Augen macht es gleich einen wahnsinnigen Unterschied, wenn man viel Wimperntusche drauf hat, im Gegensatz zu vorher. Und dann geht es weiter mit dem Nightlook. Und zwar gehe ich jetzt dann nochmal mit meinem Bronzer von Byenna Beauty rein. Und am Abend darf man gerne ein bisschen konturieren, wie ich finde. Gehe ganz leicht wieder rein. Und konturiere quasi dann meine Wangen. Ich mache jetzt das ein bisschen in meinem Spiegel, also wirklich nur ganz leicht. Ich konturiere nämlich normalerweise so untertags gar nicht. Es ist eine wunderschöne Farbe und es ist ein leichter Schimmer einfach drin. Ich glaube, das kann man ganz gut erkennen, wenn die Kamera nicht immer so mit der Belichtung spinnen würde. Das gleiche jetzt auf der anderen Seite. Ja, und es ist wirklich ein leichter Effekt. Ich mag das nicht zu stark, weil ich ein sehr schmales Gesicht habe. Wer natürlich ein rundes Gesicht hat, der kann natürlich viel mehr konturieren, aber ihr seht es, ich habe ein sehr kleines, schmales Gesicht, und wenn ich dann zu stark konturiere, dann ja, wird das Gesicht nur schmal und schaue irgendwann aus wie ein Totenkopf. Deswegen nur leicht, und ich finde, das liftet immer so ein bisschen das Gesicht, und die Farbe ist perfekt dafür und auch die Mischung zwischen Schimmer und Matt. Und was ich dann als nächstes mache, den Highlighter in Rosé noch mal auftragen, und zwar natürlich auf den Wangenknochen. Und ich habe mir hier einen Pinsel, glaube ich, der ist von DM, so ein Highlighter-Pinsel habe ich mal gekauft. Und da gehe ich jetzt einfach hier rein und gebe es dann auf den höchsten Punkt der Wangenknochen auf. Ich nehme wieder meinen kleinen Spiegel. Oh, ich finde die so praktisch. Gebe es dann hier oben noch mal auf. Genau, und das schaut so schön aus. Ich bin verliebt, mag das total gerne. Dann schaut es einfach von der Seite richtig schön gehighlightet aus. Das liftet einfach nochmal das Gesicht
Und ich finde auch, dass der Highlighter nicht zu übertrieben ist, aber trotzdem eine tolle Pigmentierung hat. Gibt es natürlich auch in verschiedenen Farben, genauso auch wie den Bronzer. Dann gehe ich jetzt nochmal in den Highlighter rein mit einem Lidschattenpinsel. Ich habe jetzt einfach irgendeinen und gebe das dann in den Innenaugenwinkel, weil das das Auge nochmal öffnet. Seht ihr das, was das für einen Effekt hat im Gegensatz zu dem Auge? Ich finde, das schaut gleich viel wacher aus. Und wie gesagt, das ist für mich halt einfach wirklich die perfekte Farbe für sowas. Nochmal ein bisschen von neuem. Und manchmal, wenn ich ganz viel Lust habe zum Schminken, dann nehme ich diesen Bronzer tatsächlich nochmal her für den Lidschatten, weil das ist natürlich eine sehr, sehr schöne, warme Farbe auf dem Auge. Einfach nochmal, um mehr Tiefe dem Auge zu verleihen. Und dann nehme ich einfach einen sehr, sehr fluffigen Lidschattenpinsel. Wie gesagt, den Rest immer abstreifen. Und dann einfach so in die Lidfalte gehen. Bei mir jetzt in dem Fall ein bisschen weiter oben, weil ich ein bisschen Schlupflider habe. Und wärme das Ganze einfach nochmal so ein bisschen an. Ich mache das wirklich immer nur leicht, weil, wie gesagt, ich habe ein sehr kleines Gesicht und dann schaut das viel zu überladen aus. Deswegen alles immer nur leicht. Und das verleiht dem Auge schon sehr, sehr viel mehr Tiefe. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera erkennen kann, weil die schluckt da sehr viel Farbe. Aber ich finde, das macht schon mal, ich glaube, das sieht man ein bisschen, einfach nochmal ja, mehr Wumms. Und gerade mit blauen Augen harmoniert die Farbe von dem Bronzer wahnsinnig gut. Genau, das war's schon. Wie gesagt, das kann man natürlich auch mehr machen, aber mir reicht es so. Und dann kommen natürlich noch mit die Lippen dran. Und dann nehme ich jetzt von Essence diesen Soft and Precise Lip Pencil in der Farbe 26 Daring und umrande jetzt einfach mal meine Lippen. Die Lippen zum Umranden macht natürlich gleich wahnsinnig viel her. Die Lippen schauen natürlich gleich viel, viel voluminöser aus. Und jetzt kommt mein wunderschöner Lippenstift. Oh, ich liebe ihn. Und er fühlt sich auch total angenehm auf den Lippen auch. Und natürlich zu einem Abendlook braucht man natürlich auch ein anderes Outfit. Und ich finde, wenn man dann geschminkt ist, das passende Outfit hat, das finde ich macht einfach so viel her. Jetzt der fertige Make-up-Look. Ich zeige euch das mal von neuem. Ich hoffe, die Kamera fängt die Farben so ein, wie es sind, weil die sind wirklich wunderschön. Ja, ich bin so in love. Haben wirklich wunderschöne Produkte. Ich werde euch natürlich alles verlinken. Falls ihr bei Bayana Beauty ein bisschen stöbern wollt, ein bisschen was einkaufen wollt, ich habe einen 15% Rabattcode auf alles für euch. Werde ich den Code hier einblenden, ich werde euch natürlich auch alles in der Infobox verlinken. Dann hoffe ich natürlich, ich habe euch ein bisschen inspirieren können, euch gefällt der Look. Und wenn ja, schenkt es mir gerne ein Däumchen nach oben. Dann wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!